herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Zeit, meine Damen und Herren. Das ist fast die zweitbeste Zeit, die ich jemals gefahren habe. Ja, nach dieser hier. Diese ist 1,195 Sekunden. Und da sehen Sie 1,220. Das ist eine Differenz von 25.000stel Sekunden, meine Damen und Herren. Ja, das ist also gerade mal das Überstehende vom Zehennagel. Ja? Ungefähr jetzt auf dieser Strecke. Können wir das noch mal sehen? Warum bin ich so gut gewesen? Bin ich heute gut eingesprungen oder was? Eine Zeitlupe? Jetzt passen Sie auf. Fast bis unten gesprungen, oder? Großartig. Oh, was für eine Zeit. Meinen Sie, unter einer Sekunde ist möglich? Habe ich hier schon öfter mal gefragt. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig. Ach so, was ich Ihnen sagen wollte. Wenn Sie gestern zugeschaut haben, wissen Sie, ich habe mich gestern mit Regina Halmich, der Boxweltmeisterin, verabredet zum, zur großen Revenge of the Killer-Plauze, wollen wir es, glaube ich, nennen, unseren Kampf demnächst. Und wir machen tatsächlich einen echten Boxkampf. Keiner schont keinen. Der Deal ist Boxweltmeisterin gegen untrainierten Witzemacher. Ja? Zweiteres bin ich. Ja? Nicht, dass Sie denken, erstes Boxweltmeisterin. Was passiert eigentlich, wenn ich gewinne? Bin ich dann Boxweltmeisterin oder was? Also, das findet statt, haben wir uns gestern darauf geeinigt, am 22.03. Schreiben Sie sich in Ihren Terminkalender live, am 22.03. hier TV Total Boxen Extra, ja, The Revenge of the Killer Applaus. Und da wollen wir mal sehen, was Frauenboxen so wert ist. So, meine Damen und Herren, heute fantastische, tolle neue Nominierung haben wir für Sie. Dann zeige ich Ihnen das, was ich Ihnen gestern zeigen wollte, Elton im Karneval. Dann, er ist schon in Bremen beim Grand Prix mit zwei Acts dieses Mal am Start, ist aber extra heute noch mal zu uns gekommen, meine Damen und Herren. Heute Abend bei uns The Godfather of Grand Prix, Ralf Siegel bei uns zu Gast, meine Damen und Herren. Ralf Siegel! Und Neues aus dem Girls Camp. Und Neues aus dem Girls Camp bekommen Sie von uns heute. Und das, was ich Ihnen jetzt zeige, haben wir alles aus einer Sendung. Ja? Noch nicht mal nur aus einer Sendung, sondern nur aus dem Sportteil einer Sendung. Wir haben in den letzten Wochen viel berichtet über das Morgenmagazin, über diesen Herrn Kunze, der ein oder andere von Ihnen mag ihn kennen. Und wir haben suggeriert, dass bei der ARD die Moderatoren scheinbar zwischen den Moderationen immer ein Pilz, ein Korn machen, ja, diese Nummer. Und das ist scheinbar, was wir jetzt entdeckt haben, offensichtlich nicht nur bei den Moderatoren so. Ich zeige Ihnen mal kurz, was ich da im Morgenmagazin entdeckt habe. Schauen Sie mal hier. Torwart Neuling Rost etwa musste erst einmal beweisen, dass er seine Handschuhe auch richtig angezogen hatte. Strenge Sitten für den Kessen Bremer. Diplomatischen Dienst bin ich noch nicht gewechselt, aber ich versuche das so, stopp. Besser zu machen. Und, stopp mal gerade. Wie gesagt. Lesen Sie mal bitte. Meine Damen und Herren, lesen Sie mal bitte da unten nach. In der Bauchbinde. Nationalmannschaftsneukling. Das sind da hinten exakt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Konsonanten hintereinander. Ja? Das gibt's noch nicht mal in Tschechien. Ja?
Nationalmannschaft und dann Neukling. Es sollte wahrscheinlich heißen Nationalmannschaftsneuling. Okay, habe ich gesagt, kann einmal passieren in der Sendung. Schauen Sie sich bitte, ich glaube, eine halbe Minute später das hier an. Das war ja des Öfteren schon so in der Saison, dass man... So, gucken Sie mal unten. Erster FC Kaiserlautern. Habe ich erst gedacht, was ist ein neues Instrument oder was? Ja? Kaiserlautern. Es heißt Kaisers, fehlt das S, und Lautern, das R. Ja? Und jetzt passiert gleich etwas, meine Damen und Herren. Da hat wahrscheinlich dann einer hochgerufen, da wo diese Schriften da immer eingetippt werden. Hey, Kaiserslautern ist falsch! Ja? Und dann hat er sich schnell berichtigt. Schauen Sie an, was dann zwei Sekunden später dann wieder stand. Ein bisschen Unvermögen dabei. Und stopp mal gerade. Hat er schnell das S hingemacht, hat er das R vergessen. Ja, es heißt nicht Kaiserslautern, sondern Kaiserslautern. Also ich dachte, okay, das lassen wir noch durchgehen. Das kann ja im Eifer des Gefechts mal passieren. Ja? Und glauben Sie nicht, dass Andi Brehme das aufgefallen wäre? Ja. Fail. Ja. Ja, ich sag mal, ist mir nicht aufgefallen. Und in der gleichen Sendung, ja, sehe ich dann das hier. Passen wir auf. Beim VfB Stuttgart wurde eine andere Koryphäe auf dem Gebiet der Abstiegsresistenz verpflichtet. Ich bringe meine Erfahrung. So, stopp! Ja? Jetzt hier alles richtig geschrieben. Ja? Aber meines Erachtens hat Felix Magath gerade vor drei Tagen erst bei Stuttgart unterschrieben. Ja? Und vorher war er auch nicht bei VfL Bochum, sondern vorher war er bei Frankfurt. Ja? Da kann ich nur sagen, bis hierhin hätte ich alles durchgehen lassen. Wäre da nicht zum Schluss noch in der gleichen Sendung diese Tabelle hier gewesen? Ein Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga. So, stopp mal hier. So, müssen wir ein bisschen gucken. Gucken Sie mal, wie Hertha BSC da geschrieben ist. Ja? Hertha, so heißt vielleicht die eine oder andere Tante. Ja? Oder vielleicht auch eine Fleischwurst. Ja? Aber der Fußballverein in Berlin wird mit H geschrieben. Ja? Hertha BSC. Ja? Alles innerhalb von 5 Minuten, meine Damen und Herren. Und da muss ich wirklich einen kleinen Tipp ans Morgenmagazin geben. Wenn ihr schon Leute von anderen Sendern abwerbt, dann bitte nicht von RTL 2. Ja? Okay, liebe ARD, ja? Ein Kölsch, ein Korn. Immer zwischendurch, auch in der Abteilung, wo eingetippt wird. Jetzt habe ich wieder was Interessantes gefunden im Girls Camp, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich ja an Julia, mittlerweile schon rausgeflogen, aber Julia hat wieder getanzt. Schauen Sie mal hier. Danke, dann yes. Was für ein Lied war es? Haben Sie es erkannt? Danke, dann yes. Was, Britney Spears? Ich fand, das letzte Lied, zu dem sie getanzt hat, konnte man besser erkennen, oder? La vida loca. Das war eindeutig doch, ganz eindeutig Ricky Martin, oder? Und das musst du hier? Danke, dann yes. Ja. Britney Spears, oder? La vida loca. Ja. Meine Damen und Herren, dafür, finde ich, müssen wir sie nominieren. Sie ist, glaube ich, rausgeflogen, oder? Und ich glaube, wenn alles klappt, dann ist Julia nächste Woche hier bei uns nominiert und tanzt hier vor uns ein bisschen. Ja, ich will doch mal live sehen hier, oder? La vida loca! Ja, meine Damen und Herren, und ein weiteres aus dem Girls Camp. Schauen Sie sich mal bitte diesen Ausschnitt an und hören Sie genau zu. Na also, im Girls Camp gibt es eben nicht nur Krisen, sondern auch jede Menge Spaß. Haben Sie hingehört, meine Damen und Herren? Im Girls Camp gibt es jede Menge... Jede Menge Spaß. Ja, jede Menge Spaß. Wussten Sie nicht, dass das im Girls Camp gibt? Ja? Kennen Sie nicht die alten Hits? Ein bisschen Spaß muss sein. Kennen Sie nicht? Oder ich gebe Gras, ich will Spaß, ich will Spaß. Kennen Sie einen der Kinder? Ist halt ein alter Spaßvogel, ja? Jede Menge Spaß. Ja, ja, der hat es auch gar nicht gemerkt. Ich glaube, er meinte es so. Was hätte er denn sonst sagen wollen? Oder sagen Sie, da ist das R, was bei Kaiserslautern gefehlt hat, oder? Der Kinder hat's! Der Kinder hat's! Das R, was bei Kaiserslautern gefehlt hat. Der Kena hat.
Jede Menge Spaß. Ja, gibt's auch bei uns. Ja? Und jetzt, das ist ja relativ kompliziert, dieses Rausschmeißverfahren bei Girls Camp. Also, das heißt da Kick-Out. Ja? Kick-Out, und für diejenigen, die es gesehen haben, die drei haben wir nochmal zusammengefasst, wie das beim letzten Mal war. Erinnern Sie sich, da müssen die dann jemanden rausschmeißen, die Mädels, und die tun sich ja so schwer. Schauen Sie nochmal, wie es beim letzten Mal aussah. Ja, das kennen Sie ja. Alle am Heulen, ja, der ganze Laden. Und da haben sich die Mädels diesmal was einfallen lassen. Ich erkläre Ihnen das mal. Also Kick-Out, da werden also die drei Mädels mit den wenigsten Zuschauerstimmen, die werden nominiert. Ja? Das waren also dann jetzt beim letzten Mal die hier. Ja? Das waren Anja, das ist die Blonde. Dann in der Mitte Birgit und dann hier Lea. Lea, die früher mal Mann war hier. Ne? Lea, jetzt Mann. Ja, ist so. Lea, jetzt Mann. Nee, jetzt Frau. Früher Mann. Sonst wäre sie ja nicht im Girls Camp, wenn sie jetzt Mann wäre. Doch, ja, so. Und pass auf. Dann die anderen vier, ja, die müssen jetzt ihre Stimme abgeben. Das sind diese hier. So. Und jetzt, wenn wir genau nachzählen, dann sind das nur noch sieben. Ja? Wurde uns nicht am Anfang beim Girls Camp versprochen, 10 Mädels in einem Haus? Ja? Was ist mit den anderen los irgendwie? Wo sind die anderen Mädels hin? Ja? Sind sie irgendwie, haben sich entweder dumm getanzt hier? La vida loca. Ja. Oder sie haben zu viel Heulkrämpfe und sind rausgesprungen. Oder sie sind gar von der Klippe gesprungen. Was ist passiert? Jedenfalls nur noch sieben da. Genauere Erklärung habe ich nicht für Sie. Vielleicht kommen wieder ein paar dazu. Also, ich erkläre es Ihnen nochmal. Nominiert sind also dieses Mal Anja. Ja? Das ist Anja, manchmal für Sie hier ein bisschen deutlicher. Nee, Quatsch, das ist Birgit, Entschuldigung. Das ist Anja. Die Blonde ist Anja. So, nominiert sind Anja, Birgit, so, und dann hier Lea, die früher mal Mann war. Schauen Sie mal hier. So. Also. So. Um das Ihnen jetzt mal zu verdeutlichen. So. Die sind jetzt also alle nominiert. So, und jetzt haben sich die Mädels einen Trick ausgedacht, ja, wie sie darum herumkommen, dem ein oder anderen Mädel einen Korb abzugeben. Als erstes gibt ihre Stimme Claudia ab. Passen Sie mal auf, was Claudia macht. Ich habe drei Streichhölzer, eins davon hat den abgebrochenen Kopf. Ich habe den drei Mädels hingehalten und Anja hat das Streichholz an den Kopf gezogen. Aha! Wir stellen also fest, sie äußern sich nicht mehr, sondern sie ziehen Streichhölzer. Ja? Und da fragen wir uns natürlich, verstehst du das nicht gegen die Kick-Out-Regeln bei Girls Camp? Nein, muss ich hier sagen, denn es gibt eine Ausnahmeregel. Schauen Sie bitte hier. Ja, Kick-Out-Regel Nummer 8. Jedes Girl muss sich für eine der drei Nominierten entscheiden. Es sei denn, ja, IQ kleiner gleich Milchbrötchen gleich Streichhölzer. Das sehen Sie? IQ kleiner gleich Milchbrötchen, dann darf man Streichhölzer verwenden. So. Das heißt, dieses Mal kriegt also Anja schon mal ein Milchbrötchen. Das heißt, ein Punkt für Anja. So, jetzt wird also weiter nominiert und mal gucken, was Anita sagt. Ich muss leider meine Stimme auch Anja geben. Ich habe schon zwei. Messerscharf hat da Anja nominiert. Nachdem sie bereits ein Milchbrötchen bekommen hat, ein zweites dazu. Kurz nachgedacht. Ich habe schon zwei. Okay, sehr gut. Zweites Milchbrötchen für Anja. So. Jetzt also ist dann als Nächste die Julia dran. Und passen Sie auf, was Julia sagt. Ich lasse auch Streichhölzer ziehen, weil ich einfach keines der Mädchen durch irgendeine Begründung gehen lassen kann. Okay, Streichhölzer sind bei diesen. Bei diesem Kick-Out ganz weit vorne. Ja, Birgit. Oh, Birgit ist ganz schön sauer, oder? Ja, was ist denn hier los? Bitte? Hallo? was, wer? Ich habe jetzt alles durcheinander gebracht. Ah, verstehe. Okay, ein Milchbrötchen für mich.
Was? Ja, ja. Mein Gott, das ist aber auch kompliziert, meine Damen und Herren. So, ja, also, das war erst Anita, ja? Denn jetzt, meine Damen und Herren, ich werde gerade, es ist sehr kompliziert, verstehen Sie, Girls Cam, das ist nichts für den gemeinen Zuschauer, ja? Da muss man auch ein bisschen, sagen wir mal, was im Kopf haben, nicht wahr? So, also, das war erst Anita, ja? Und Sie merken, die Stimmung wird deutlich gespannter im Girls Camp. Denn jetzt kommt erst Julia, oder? Ich glaube schon, schauen Sie mal. Ich denke mal, wenn ich jetzt Birgit wähle, wird Lea per Streichholz ziehen lassen. Also nehme ich Birgit und es ist 50-50 per Streichholz, wer jetzt geht. Lea muss die Entscheidung fällen. In diesem Falle können wir nicht mit Streichhölzern das entscheiden. Da muss Lea sagen, ob Anja oder Birgit das Haus verlassen. Wir haben es vorher doch auch mit Streichhölzern machen können. Warum können wir es jetzt nicht mit Streichhölzern machen? Weil das die entscheidende Stimme ist. Die können wir keinem Streichholz überlassen. Ja, Sie merken also die Stimme. Ja. Selbst Kena Amor hat schon Probleme, die Mädels und Streichhölzer auseinanderzuhalten hier. Ja. Jetzt wird es also ganz kompliziert. Sie merken auch, wie die Stimmung langsam angespannt wird. Ja? Eben noch hatte Kena Amor verkündet... Jede Menge Spaß. Ja, und auf einmal aus Spaß wird Ernst. Ja? Ja, meine Damen und Herren. Ja, warten Sie mal ab. Jetzt hat also Julia sich ausgedacht, wenn sie jetzt also auch für Birgit stimmt, ja, dann bleibt zum Schluss für Lea, weil dann ja auch Birgit und Anja zwar jeweils zwei Milchbrötchen haben, bleibt für Lea, dann kann Lea Streichhölzer ziehen lassen und ist fein raus. Ja? Jetzt muss dann aber Lea... Ja, muss dann aber Streichhölzer ziehen. Das hat aber gerade Kena verboten. Ja? Heißt also, es wird für Lea relativ schwierig. Und was passiert dann? Okay, noch ein Milchbrötchen für mich. Ja, Ausnahmeregel. Diese Regel gilt nicht für Transen, meine Damen und Herren. Ja? Das wusste bisher keiner. Diese Regel gilt also nicht für Transen. Und was sagt Kena jetzt? Ja, ich kann nicht für jemand anders wählen, außer für Birgit, weil ich möchte nicht, dass Anja geht. Dann hat natürlich jetzt Lea den schwarzen Peter. Ja, jetzt hat Lea den schwarzen Peter. Das heißt also für Lea... Du musst jetzt... Ja. Ja, heißt jetzt also für Lea, sie muss sich also... Sie entscheidet sich dann im Endeffekt für Anja durch Drehen. Das heißt also, Anja ist raus und Lea bleibt drin und Birgit bleibt auch drin und die Milchbrötchen kriege ich. So. Und heißt aber in Zukunft weiterhin... Jede Menge Spaß. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer Nominierung für den heutigen Tag. Schauen Sie sich bitte an, was ich im Fernsehen gesehen habe. Schauen Sie mal das hier. Nicht nur für den Bremer Hallensprecher Christian Stoll war es ein anstrengendes Finale. Ja, meine Damen und Herren, und diesen Mann haben wir nominiert für den Rat der Woche für seine tolle Ansage beim Sechstagerennen in Bremen war es, glaube ich, nominiert für den Rat der Woche. Und heute Abend bei uns zu Gast, herzlich willkommen, Christian Stoll. Stoll! Ja. Boah, ich bin Herr Stoll, ich bin ja Fix und Foxy von dieser Nummer hier. Ich kann schon nicht. Ja. Christian Stoll nominiert für den Rat der Woche. Herr Stoll, Sie sind, ja, wie sagt man da? Was sind Sie von Beruf? Tja, eigentlich bin ich Radiomoderator. Ach, Radiomoderator. Aber in diesem Fall Hallensprecher beim Sechstagerennen gewesen in Bremen und Berlin. Mache ich seit ein paar Jahren. Ja, das war sozusagen der letzte Atemzug. Also sechs Tage am Stück machen Sie das? Sechs Tage am Stück, jeden Tag. Und kommt das nur vom, dass Sie da so, ja, wie sagen wir mal, heiser oder wie soll man das nennen?
oder waren Sie einfach nur schussbesoffen? Ja, könnte man annehmen. Nee, können Sie eigentlich direkt bei der ARD anfangen, oder? Ja, deshalb wurde sie auch im Morgenmagazin gezeigt. Ach so, ja, war auch wieder Morgenmagazin. Ja. Mein Gott, meine Damen und Herren, eine wahre Goldgrube, das Morgenmagazin. Nee, ist eine harte Arbeit, also wenig Alkohol. Stimme ist natürlich 6 Tage voll belastet, jeden Tag 7 Stunden nacheinander. Und ja, insofern war es ja die letzte Szene am letzten Abend und dann bricht es mal. Das sind jeden Tag wie viele Stunden? 6 Stunden. 6 Stunden am Stück? Am Stück. Sie haben keine Pause? Nein. Und wenn Sie, das machen Sie nicht nur in Bremen, sondern auch in Berlin. Das ist richtig. Ja. Und ansonsten arbeiten Sie beim Radio? Bei Hitradio Antenne in Hannover. Ach so. Hitradio, es gibt aber noch andere Sender, ne? Gibt auch noch andere Sender. Ja. Das ist der Beste, das ist klar. Das ist der Beste. Spielen die auch das hier? La vida loca. Bei Ihnen gibt es bestimmt jede Menge Spaß. Jede Menge Spaß. Können Sie mich mal bitte moderieren, so wie Sie das eben gemacht haben? Wenn ich da, also ich werde jetzt langsam da oben wieder raufsteigen, werde dann versuchen, noch mal runterzufahren, ja? Und Sie moderieren mich so, als wäre ich gerade in der letzten Runde beim 6-Tage-Rennen. Kein Problem. Mit dem Mikro oder mit diesem Mikro? Ja, ich glaube, das geht mit dem Mikro. Okay, ja? Dann brauchen wir natürlich jetzt erstmal das Publikum. Also, für was Stefan denn? Raab auf seinem Rekordversuch, meine Damen und Herren. Sie können das Publikum ja richtig anfeuern. Jetzt also der Versuch von Stefan Raab, diesen neuen Rundenrekord zu schaffen. Er schleppt sich heraus auf den letzten Metern. Jetzt der Versuch, jetzt fliegt er, der Rabe mit dem Publikum. Und er ist unterwegs in neuer Rekordgeschwindigkeit. Unglaublich, jetzt kommt er auf den letzten Metern. Raab fliegt und er ist da. Was für eine Zeit, oder? 11 Sekunden. Puh, 11 Sekunden, glaube ich, oder? Das ist knapp unter der Bestzeit. Aber naja. Herr Stoll, kann man das lernen oder wie, fragen sich sicherlich viele Leute. Ich könnte es jetzt erklären, aber ich lasse einfach mal Sie erklären. Kann man das lernen? Das lernt man im Laufe der Zeit. Ich mache das jetzt 10 Jahre. Ja, es gibt ja Leute, die machen das seit 30 Jahren und sagen immer noch... Ja, das lernt man natürlich, klar. Wie alles im Leben, was man halt durch berufliche Erfahrung mit sich dann, was dann kommt, einfach was man lernt, so ist es auch beim 6-Tage-Rennen. Man muss natürlich die Sportler kennen, ganz klar, ein bisschen Atmosphäre schaffen. Das ist eine wichtige Geschichte, die Mischung zu finden aus Sport und Show. Ja. Und Sie sind sicher, dass Sie nicht besoffen waren an dem Tag? Hundertprozentig. Ja, gut. Ich will es Ihnen mal glauben, soweit. Ja. Bedanke mich, dass Sie gekommen sind und wünsche Ihnen viel Glück. Meine Damen und Herren, Christian Stoll! Christian Stoll! So. Danke, denn yes. Ja, meine Damen und Herren, es gibt bei RTL seit einiger Zeit diese fantastische Sendung, auch morgens früh, den RTL-Shop. Ja? Und jetzt passen Sie mal bitte auf, da habe ich eine ganz tolle Verkleinerungsmaschine gesehen. Schauen Sie mal hier. Der wird einfach aufgesetzt hier auf den Topf. Ist alles im Zubehör alles, mit drin? Ganz genau. Wir können alles schon hier vorbereiten, zack, reinstecken. Drauf damit und einschalten. Und sehen. Alles in den 129,87 drin. Innerhalb von Sekunden ist das auch zermahlen. Ja. Je nachdem, wie klein ich das haben möchte, halte ich das halt etwas länger drauf. Klasse. Das gleiche kann ich machen mit Parmesankäse. Ja? Mhm. Das also ist Parmesankäse ja immer ist mal gut, wenn ich eine Pizza mache oder ich habe meine Spaghetti, will ein bisschen Käse drüber streuen. Ja? Und das ist immer schöner, wenn ich frischen Käse auch habe. Ja. Das geht auch wunderbar. Ja. So, genauso wie die Nüsse zum Beispiel. Ja. Haben Sie gehört? Haben Sie gehört, was er gesagt hat? Ja. Haben Sie gehört, was er gesagt hat? Ja, geht auch wunderbar, schnell weggetan. Und nicht gemerkt, dass die Kamera drauf war. Schauen Sie noch mal genau hin hier. Ich will ein bisschen Käse drüber streuen. Ja, und das ist immer schöner, wenn ich frische Käse habe. Großartig, oder? Pass auf, jetzt. Das geht auch wunderbar. Ja, das geht auch wunderbar, meine Damen und Herren. Und da habe ich gesagt, Donnerwetter, wie grob man dieses Ding einstellen kann, oder? Ja. Oder muss man eigentlich, oder muss man sagen, toll, ja, wie die Käsewürfel die Klingel zerkleinert hat.
naja, ich habe es mir gekauft, meine Damen und Herren, und man kann es auch als Frischhaltebox oder sonstige Sachen benutzen. Ne? Dann habe ich noch was Tolles gesehen bei RTL Explosiv. Da ging es um Alex von Big Brother damals, erinnern sich noch. So sah Alex zu Containerzeiten aus, ohne Beauty-Programm. Und das ist Alex heute mit neuem Haarschnitt und dem Mut zu mehr. Er hat einen Termin bei der Kosmetikerin. Das gilt in Macho-Kreisen als wahrhaft mutig. Denn wer gibt schon gerne zu, dass er noch schöner sein will? Würden Sie sagen, Sie sind ein schöner Mann? Ich? Nee, würde ich über mich nie sagen. Ich finde, er hat durch die Maske deutlich gewonnen, oder? Und, ja, nee, aber weswegen mich dieser, das haben Sie, Sie haben es wahrscheinlich auch schon gemerkt, weswegen mich dieser Ausschnitt besonders angemacht hat, war hier. Ah, herrlich, oder? Wo er wohl hingeflogen ist. Leider nicht aufgelöst. Leider nicht aufgelöst worden in diesem Ausschnitt. Wunderbar. Herrlich. Oder? Da geht mit einem die Fantasie durch. Vielleicht ist er in warme Gefilde oder so. Man weiß ja nicht. Ah, schön, oder? Und wo wir schon bei so leckeren Sachen sind, meine Damen und Herren, habe ich noch was bei Big Brother gefunden. Sie erinnern sich noch an dieses, da ist ja so ein Pärchen im Haus, ja? Also, die hatten ja schon mal so eine, kennen wir schon, so eine Szene, wo sie aus seinem Bauchnabel, ja, die haben es, glaube ich, damals Hardcore-Flusen genannt, ja? Wo sie aus seinem Bauchnabel die Flusen rausgenommen hat, ja? Und wo sie dann nachher gegenseitig beide am Finger gerochen haben und haben gesagt, boah, geil. Erinnern Sie sich noch an die Szene? Ja. Jede Menge Spaß. Und dann habe ich das hier für Sie gefunden. Passen wir auf, die beiden wieder. Ja, oder tanzen hier. Tanzen. Ist das meine? Das könnte ja schon im Gehen sein. Oder sollen wir dann noch weiter diskutieren? Naja, das ja, ich glaube nämlich nicht, dass wir sehr viel miteinander da diskutieren oder was. Date? War das doch verschrieben? Also da könntest du eigentlich schon bei der Tür gehen, weil also, ich auch gerade sehen, dass du dann schon, naja. Ja, muss aber wieder, meine Damen und Herren. Pfui, Gold, extra, Gold, Pfui. So. Ja. Ja, ich verstehe Sie. Aber meine Damen und Herren, so ernährt man sich im Big Brother Haus, wenn das Wochenbudget alle ist. Ja? Haben Sie auch gesagt zu Hause, oder? Ekelhaft. Ekelhaft. Haben die denn kein Besteck, meine Damen und Herren? Da? Ja, dann doch lieber hier. Ah, herrlich. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer kleinen Einspielung. Sie wissen, ich teste immer Randgruppenwitze an den betroffenen Randgruppen selber. Diesmal habe ich für Sie Randgruppenwitze an der Randgruppe Bodybuilder getestet. So, jetzt teste ich mal wieder Randgruppenwitze an den betroffenen Randgruppen selber. Heute Bodybuilder. Komm mal mit. Du bist der? Emin. Der Emin? Ja, und ja. Du bist der Stefan. Ich bin der Stefan. Ja, ja, pass auf. Du weißt, ich teste gelegentlich Randgruppenwitze an den betroffenen Randgruppen selber. Also bist du auch in unserer Gruppe, oder? Heute Bodybuilder. Nee, wir sind keine Randgruppe. Doch. Wieso? Ja. Sehen wir so seelisch betroffen aus, oder was? Nö, nö. Das ist nur Hobby? Nur so ein Spruch. Okay, also pass auf. Was müsste testen? Ein Bodybuilder geht mit seiner neuen Freundin... Wohin? Zum ersten Mal nach Hause. Ja. Ein Bodybuilder lässt die Hose runter. Und dann sagt sie? Und dann sagt er, guck mal, weißt du, was das ist hier? Und dann sagt sie, sieht aus wie ein verdammt kleiner Pimmel, nur viel kleiner. Jede Menge Spaß. Ja. Wir haben Ihnen bewusst nicht gezeigt, diese unästhetischen Bilder, wie ich zusammengeschlagen wurde.
Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, unser Showpraktikant Elton ist ja jetzt schon seit einigen Wochen bei uns. Und er kommt ja aus Hamburg. Wir haben ihn in den Karneval geschickt, hier in Köln, mit seinem lustigen Teletubby-Kostüm. Und dann war er auf einmal verschollen. Ja? Aber er ist wieder aufgetaucht und er hat uns ein paar Ausschnitte mitgebracht. Ist Elton da überhaupt? Elton, kannst du mal reinkommen? Elton, meine Damen und Herren! So, ich wollte ganz kurz noch was erwähnen. Ja. Der Nils hat nämlich heute Geburtstag, der Saxophonspieler. Nein. Wahnsinn, habe ich ganz vergessen, Ihnen zu sagen, meine Damen und Herren. Unser Saxophonist hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Nils, unser Saxophonist, hat Geburtstag, hätte ich fast vergessen. Großartig. Kannst du, Nils, vielleicht mal... Du bist ja selbst auch Musiker, oder? Ja, ja. Manchmal. Kannst du mal ganz schnell für dich Happy Birthday spielen, so schnell es geht? Happy Birthday to you. Schneller geht's nicht. Elton, du warst das erste Mal für dich Karneval in Köln, ja, oder? Ja, war sensationell. Hat's dir gefallen? Ja, doch, wirklich. Ja? So lustiges Kostüm hast du angehabt. War schön heiß? Ja. Ja. Gut. Apropos, ist das? Kann ich wissen. Das wäre dein Wasser. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie der Beitrag ist, den du uns mitgebracht hast. Und dann überlegen wir uns das mit dem Wasser nochmal. Elton im Karneval schauen sich an, wie es ihm ergangen ist. Wie geht es euch? Ja, es ist sehr ungewohnt für mich hier, aber es macht Spaß. Sieht aber geil aus. Du siehst geil aus. Dankeschön. Wer steckt denn in dem Kostüm drin? Lass mich aussuchen. Sind das die Praktikanten? Achtung, Achtung. Wir räumen Sie sofort den Platz. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe nicht hier weg, bis der Platz geräumt ist. Von den vom Parteitag der Grünen? Ha, gut drauf! Wir sind gut drauf! Ich hätte gern Holsten. Holsten, Gottes Wille, wo ist das denn? Ich komme aus Hamburg und wir trinken Holsten. Ein Astra vielleicht? Nee, gibt's auch nicht. Niederrhein sind wir hier, ne? Ja. Dann hätte ich gern Alt. Ich habe ja gehört, es ist mit der Treue so Karneval. Man knutscht ein bisschen mit jedem so rum, jeder ist locker drauf. Oh, ja. Ja. Ich komm da ran. So, ist gut. Sie können das gut. Sind Sie irgendwie, was machen Sie beruflich? Ich bin Rentnerin. Ach so. Dicke Mädchen machen mich verrückt. Dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. Aber auch ein ganz cooles Karnevalslied, finde ich, ist zum Beispiel Highway to Hell. Das kann wahrscheinlich der Herr dort ein bisschen singen. Nee, kann nicht singen. Mutter! Ja. Mutter, was haben wir? Geh mal bitte weg, Mutter, ich muss hier arbeiten. Ich liebe euch! Ihr seid die Größten! Ich habe jetzt auch endlich meine Traumfrau gefunden. Endlich kann ich auch jemanden abschleppen. Du kommst nachher in mein Hotel, ne? Zimmer 509. Ja? Hey, Frau Flodder auch hier heute? Ja, ja. Ich gehe jetzt noch mal kurz hier aufs Klo und wir sehen uns gleich wieder. Hallo. Das Tolle am Kölner Karneval. Ja, schön schon. Was? Schön schon. Ja, verstehe kein Wort. So laut hier. Ja, richtig. Ich habe gesagt, Karneval, schön schon. Das ist auch ein ganz hübsches Ding. Ja, ich habe nur, das ist nur Fantasie. Ja, möchtest du mit mir aufs Zimmer kommen? Wir wollten
bin der Elton. Ich bin daheim. Nur noch Christian. Auf danke, Heinz. So, und ich gehe jetzt mal in die andere Kneipe, ja. Vielleicht kann ich ja doch noch ein paar Weiber genau. Aufreißen. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt hundertprozentig. Ja, Elton im Karneval, einigermaßen überlebt. Sehr gut, Elton. Ja, da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, du musst direkt wieder gehen. Vielen Dank, Elton. Elton, keine Zeit mehr für Wasser. Elton, meine Damen und Herren, Elton. Und jetzt ist es soweit, er ist hier. Er ist heute hier und er ist mit zwei Titeln direkt mal wieder beim Grand Prix vertreten, obwohl er schon die beiden letzten Jahre gesagt hatte, da mache ich nie mehr mit. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Heute bei uns, The Godfather of Grand Prix mit seiner Künstlerin Lou. Heute bei TV Total, Ralf Siegel und Lou. Herzlich willkommen. Sensationell, der Ralf Siegel. Ja, jetzt ist der Herr Siegel direkt mal mich umarmen, weil er glaubt, meine Zuschauer würden dann die Punkte für Lou geben, ne? Na? Wie ist das denn, Herr Siegel, wenn ich da mal fragen darf, wenn das, Sie haben ja jetzt schon wieder zwei Dinge am Start, ne? Die Tenöre, da gibt es so drei Tenöre. Richtig. Nicht die, sondern drei, so hier aus Deutschland drei Tenöre. Die singen auch. Für wen sind Sie denn jetzt? Ja, schlagen eigentlich zwei Herzen in meiner Brust, ja. Das ist ganz klar. Aber es sind so verschiedene Lieder. Das eine ist eine Tarantella im alten Stil von Funicoli Funicola. Und dann haben wir Funicoli, so eine richtige... Funicola, Funicoli, Funicola. Tausend genau. Nackte Weiber auf dem Männerpissoir. Kennen wir die? Oder? Karneval gerne, ne? Leider gut. Ja. Den Text haben wir ein bisschen verändert. Text also, haben Sie ein bisschen verändert, ja. Wissen Sie, wie das anfängt in dieser Version, die ich gesungen habe? Ja, ich sag auch nicht, wie der Text da normalerweise. Ja, und dann kommt Lou. Dann kommt Lou und singt hier. Mitgekommen. Wieder locker. Ja. Guck doch. Ja. Wie finden Sie das geil, oder? Und jetzt heißt Happy Birthday Party dein Lied, ne? Das ist ja eine Party für Nils heute. In unserem, ja. Happy Birthday, wirklich. Ja, nicht hier alles beklatschen, Herr Siegel. Wenn ich hier, die Leute, die stimmen nur für ihre ja, ja, aber die Band ist schon sehr gut. Das muss man schon gratulieren. Unsere Band ist sehr gut, ja. Aber die kriegen ja schon genug Applaus. Nicht zu viel Applaus. Ja. Weiß man ja bei Musikern, die flippen leicht aus. Ja? Wir zeigen mal kurz hier, Happy Birthday Party, Lou und Band, das Exklusivangebot. Die aktuelle Hitsingle, Happy Birthday Party, nur 9,95 Mark. Ja? Musik zum Abfeiern. Wunderbare Musik zum Abfeiern. So. Jetzt, du darfst das Lied ja noch nicht singen. Nein. Ne? Ich kann es dir ins Ohr singen. Aber ich dürfte es singen? Du darfst es singen. Dann wirst du nicht disqualifiziert? Nein. Schade. Wenn du das singst, kann ja nicht passieren. Nein, das ist ein Spaß. Nur ein Spaß. Ich hatte jetzt gedacht, ich singe das Lied hier vor und direkt disqualifiziert. Nein. Wie geht's denn ungefähr? Sing mal vor, ich sing dann so an. Dann wirst du nicht disqualifiziert. Nicht, dass du nachher disqualifiziert wirst. Ja, wenn du singst, kann ich nie disqualifiziert werden. Ja, alles klar. Happy Birthday Party. All we need is fun. Das war falsch. Hör doch richtig zu, Stefan. Ja. Komm. Wir hatten kurzfristig auch überlegt, ob wir beim Grand Prix dieses Jahr noch mal irgendjemanden ins Rennen schicken. Ja, haben uns hier, wir hatten gedacht, das hier. Ich liebe Deutschland. Ja, da haben wir gedacht, nee, dieses Jahr keine Chance, weil der Ralf Siegel ist wieder dabei. Ja, Sie haben ja letztes Mal gesagt, immer abwechselnd. Immer abwechselnd, okay. Ja. Das heißt, muss ich nächstes Jahr wieder, oder was? Sicher. Aber nur, wenn Sie dann nicht mitmachen. Ja, dann machen wir vielleicht Ralf Siegel und Alf Igel. So zusammen. Sie wollen mit mir zusammen Lieder machen. Ich mache lieber alleine. Nein. Na, ich würde schon. Also ich habe ja schon mal ein Lied Ihres Vaters gecovert. Capri Fischer. Ja, Capri Fischer. Das haben Sie recht gut gemacht. Habe ich recht gut gemacht. Aber das mit dem Alleinmachen, das habe ich für ein Gerücht gehalten, echt. Ja. Na, wir kommen bestimmt mal irgendwie zusammen. Ich bin ja ein großer Fan Ihrer Musik.
Danke. Kennst du auch viele Lieder von Ralf Siegel? Ja, musst du alle auswendig lernen, ist immer so bei Ralf Siegel. Seit Wochen. Alle auswendig lernen. Ja, wie oft haben Sie jetzt schon beim Grand Prix teilgenommen? Naja, in 27 Jahren 12 Mal. Für Deutschland. Und ich glaube, da ist so einiges dabei rausgekommen. Ein bisschen Frieden, Theater, Genghis Khan, das die Sonne in dein Herz. Ich kann alles. Ich mal durch. Ja, 76 Sing Sang Song. Gesungen von den Les Humphrey Singers. Right. Übrigens war bei den Les Humphrey Singers früher auch Jürgen Drews mit dabei. Ja, meine Damen und Herren, der ein oder andere von Ihnen wird sich erinnern. Hier. Man wird geil. Ja. Das war Sing Sang Song. Soll ich kurz? Ja. Sing Sang Song. Oh yeah. Das eine, warte, sparen sich Ihren Applaus, meine Damen und Herren. Dann 1979, Genghis Khan. Ching, ching, Genghis Khan. Hey, weiter, hoch, weiter, stopp. Nächstes 1980, Theater. Theater, Theater, la, 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 la. Stopp! 1981, Lena war leid, ist mir. Blue, 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 Johnny Blue, welche Farbe hat die Sonne? So, sehr gut. 1982, hier. Nein! Ein bisschen Frieden, klar. Ein bisschen Frieden, da müssen wir sehen, wo wir wohnen. So, 1987. Lass die Sonne in dein Herz. Wind, ganz große Nummer. Lass die Sonne in dein Herz. Lass die Sonne in dein Herz. So, 1994. Haben Sie noch Bock? Soll ich Ihnen noch mehr vorlesen, meine Damen und Herren? Sie wollen doch sicherlich. Jede Menge Spaß. Ja. 1994. Wir geben eine Party mit Mikado. We're giving a party. Wir geben eine Party. We're giving a party. Whoa, whoa. Whoa, the party tonight. Hat nicht gelernt, oder? Musst du aufpassen, dass du morgen nicht ausgleichst. Ja, okay. Und natürlich 1999 Surprise. Ja, wer erinnert sich nicht? Salam, salam, lasst uns gehen. Wie ist die Stimmung? Ja, Ethno-Pop, ja, sagt man dazu. Ja. Wie ist die Stimmung im Moment vor Ort? Sehr gut. Wir verstehen uns sehr gut. Ja, haben wir letztes Jahr auch gesagt. Und genauso gelogen, ne? Nein, wir verstehen uns wirklich gut. Wir sitzen im Dampfbad zusammen. Du kennst ja die Bar mit wahrscheinlich Mosi auch. Mit Mosi im Dampfbad? Mit Daisy, mit allem, was dazugehört. Lässt er die Badehaube auf im Dampfbad, der Mosi? Oder? Sag ich nicht. Habe also, ich versprochen, dass ich es hier nicht sage. Alles klar. Und Slatko? Habe ich noch nicht im Dampfbad gesehen, stimmt. Ja. Muss ich halt auch mal fragen. Slatko schon gesehen auf der Bühne? Ja, natürlich. Und wie singt er so live? Nett. Herr Siegel, Sie haben doch da sicherlich eine Meinung. Ja, also er macht seine Sache recht sehr gut. Muss ich was sollen Sie hier auch anderes sagen? Ehrlich. Ja. Und ja, wollen Sie nochmal das hier sehen? Oh, herrlich. Ah, sehr gut. Mosi im Dampfbad. Ja. Wen haben wir noch dabei? Michelle? Ja. Michelle auch sehr stark favorisiert von vielen Leuten. Natürlich. Ich will, mich hier jetzt nicht irgendwie auf irgendeine Seite schlagen, sondern ich lasse das Publikum einfach mal entscheiden, dass der Mooshammer gewinnt. Nein, also Mooshammer, ich habe das Lied von Mooshammer gehört und ich muss sagen, dem stehe ich sehr kritisch gegenüber. Teilt Freud und Leid. Teilt Freude und Leid. Ja, da das Lied ist aber mehr Teil Leid, ja? Wenn Sie sich das anhören. Ja? Was rechnest du dir für Chancen aus? Tja, Stefan, wie deine letztes Jahr. Klar, was sonst? Du möchtest auch gerne gewinnen. Ja, natürlich. Dazu gehört aber... Was hast du, was ich nicht habe? Sag's mir. Willst du es jetzt hier... Fällt dir auch nichts ein? Ja, nee, mir fällt schon was ein. Ja. Also ich glaube, sie hat die absolute Jede Stimme. Menge Spaß. Ja. Mir fällt nichts ein. Alles gut. Was haben Sie? Haben Sie einen Tipp? Die Reihenfolge? Also das ist natürlich sehr schwierig, wenn man beteiligt ist selber. Und man wünscht sich natürlich das. Ich habe jetzt zweimal gegen Stefan Raab verloren. Und naja, Moment, was heißt verloren? Ja, doch. Also Gildo hat mir schon einen in den Magen gehauen. Wieso? Und war der Hadidulle da, war einfach unschlagbar. Also ja, eigentlich bin ich froh, dass Sie diesmal nicht dabei sind, weil sonst wird es wirklich schwierig. Oder? Jetzt wird's der Herr Siegel schwierig. Mich gerade lobt. Ah ja. Freude. Also Sie machen es schon gut. Ja. Ja, danke, Sie machen es auch sehr gut, Herr Siegel. Ja, ich bemühe mich. Ist toll, wie Sie das... Ja, meine Damen und Herren, muss das machen. Ich wünsche alles... Wir haben ja morgen... Ja. Ich wünsche alles Gute für Sie beim Grand Prix. Wir haben ja morgen noch hier einen ganz großen Grand Prix-Abend. Ja? Morgen kommt Nicole, ja? Die einzige deutsche Siegerin des Grand Prix. Übrigens auch natürlich von Herrn Siegel. Denn sonst dann Desiree Nosbusch, die damals die Endausscheidung in Luxemburg moderiert hat. Da war sie, glaube ich, 3 oder 4. Und, Grand Prix-Fan aus der Lindenstraße, meine Damen und Herren, Georg Uecker morgen bei uns zu Gast. Also schalten Sie morgen wieder rein. Das war's für heute. Vielen Dank, Ralf Siegel und Lou. Viel Glück. Tschüss, bis morgen.